Mini-Bewegungspausen im Unterricht erhöhen die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Das haben bisher alle Studien eindeutig mit Grundschulkindern belegt. 5 Minuten reichen dabei völlig aus, um dem natürlichen Bewegungsdrang unserer Kinder gerecht zu werden. Die Bewegungspausen können direkt im Klassenraum, mit Alltagsmaterialien oder auch im Freien durchgeführt werden. Das kommt dann letzten Endes auch dem anschließenden Fachunterricht zugute. Bei koordinativen Aufgaben mit Alltagsgegenständen bieten sich unter anderem auch Stifte der Schülerinnen und Schüler an. Diese kann ich jetzt zum Beispiel, um die Fingerfertigkeit und Koordination zu schulen, in der Hand rotieren lassen, wie eine Windmühle im oder gegen den Uhrzeigersinn. Ich könnte die Stifte auf einzelnen Fingern balancieren, dadurch natürlich auch die Schüler umherlaufen lassen, könnte die Stifte auf den Handrücken platzieren und wieder auffangen. Ich könnte die Stifte auf dem Ellbogen platzieren und wieder auffangen. Ja, all diese koordinativen Übungen bieten sich sehr gut an, um im Klassenraum damit vielfältig die Schülerinnen und Schüler zu bewegen. Auf geht's! Sucht euch einen Finger aus, rechte Hand, linke Hand, egal. Versucht den mal im Sitzen zu balancieren. Wer das schon kann, versucht jetzt mal so aufzustehen und sich wieder hinzusetzen, ohne dass der Stift runterfällt. Okay. Und wer das jetzt kann, legt mal den Stift auf einen Finger der anderen Hand und versucht das Gleiche. Das heißt, einfach nochmal hinsetzen, aufstehen. Am Stuhl. Sehr gut. In der nächsten Aufgabe versuchen wir, den Stift mal auf den Oberarm zu legen und den im Stehen, könnt ihr ruhig aufstehen, zu balancieren. Jetzt laufen wir so mal eine Runde um unseren Stuhl herum und versuchen, dass der Stift nicht runterfällt. Sehr gut, super macht ihr das. Okay, und wir legen den Stift mal auf die Schultern und versuchen uns mal so eine Runde um den Stuhl zu bewegen, ohne dass der Stift runterfällt. Sehr gut, super. Ja, fast geschafft. Okay, super. In der nächsten Aufgabe könnt ihr ruhig euch hinstellen dazu, den Stuhl ein bisschen zurückschieben einfach. Legen wir mal den Stift auf den Handrücken und versuchen den jetzt, nachdem wir ihn ganz kurz, könnt bei mir gucken, angeworfen haben, wieder aufzufangen. Sehr gut. Wer das mit der rechten Hand, mit der starken Hand gut gemacht hat, versucht es mal jetzt mit der linken Hand. Okay. Ja, macht nichts. Nochmal probieren. Und nochmal aufheben einfach. Okay, nächste Aufgabe. Wir nehmen beide Stifte und legen sie mal auf die Handrücken. Das ist schon schwer genug, ohne dass sie runterfallen, dass ihr so dasteht. Auf beide Handrücken, ja, sehr gut. Versucht mal so jetzt eine Runde um den Stuhl zu laufen. Okay, kein Problem. Oder einfach eine Runde. Sehr gut. Jetzt in der letzten Aufgabe versuchen wir jetzt mal, und das ist wirklich schwer, beide Stifte so zu balancieren. Und dann versuchen wir mal, beide zu fangen. Wer schafft das? Ja, sehr gut. Ja, dann nochmal hinlegen. Ja, ja.
Sehr gut. Hampelmann-Variationen sind bei Groß und Klein sehr beliebt. Diese Jumping Jacks bringen den Puls schnell in Bewegung und stellen dabei hohe Anforderungen an die Arm-Bein-Koordination. Das reicht von einfachen Grundsprüngen bis zu komplexen Varianten. Der einfache Grundsprung bis zur komplexen Variante, das heißt Wechselsprünge in den Beinen und gegengleiches Armdrehen der Arme. Viel Spaß! Okay, jetzt geht's um Hampelmann-Variationen. Wir haben ja gerade schon Ausgangsposition geschlossen und jetzt einfach mal versuchen den Hampelmann. Ich sage 10 Hampelmänner. Okay, in der zweiten Variante versuchen wir jetzt, wie vorhin schon angedeutet, die Beine in Schrittstellung und die Arme bleiben bei der Grundbewegung. Das heißt, fangen wir mit den Beinen an, machen wir nur die Beine, so Wechselsprünge. Und jetzt nehmen wir mal die Arme dazu. Sehr gut. Ja, jetzt klatschen wir mal oben. Okay, super. Und die letzte Variante, die ist wirklich schwer. Ein bisschen rauskitzeln, ob ihr was könnt. Das heißt, wir machen nochmal eine Zeitlupe. Die Gegenbewegung der Arme und die Beine machen nochmal die Wechselsprungbewegung. Das heißt, wir fangen mit den Armen an. Jetzt nehmen wir die Beine dazu. Sehr gut. Super. Bei Bewegungsgeschichten verknüpft man bestimmte Zahlen oder Wörter mit bestimmten Aufgaben. An meinem Beispiel werde ich jetzt in einem Rezept bestimmte Zahlen mit einer Bewegungsaufgabe verbinden. So steht zum Beispiel die Zahl 1 gleich für das Aufstehen, einmal um den Stuhl herumlaufen und sich wieder hinzusetzen. Die Zahl 2 steht für das Öffnen und Schließen der Fäuste mit gestreckten Armen auf Schulterhöhe und so weiter. Seid kreativ, auch bei der Bewegungsgeschichte. Okay, lese ich euch mal das Originalrezept vor. Überschrift: Zutaten für einen Pfirsich-Nusskuchen. Gramm Butter. 100 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, Schulterkreisen, ja. 1 Prise Salz, 300 Gramm Mehl, alles Schwebesitz, 2 Teelöffel Backpulver, 4 Esslöffel Milch, 4 Esslöffel Milch. 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 3 Dosen Pfirsiche, 2 Esslöffel Fett für die Backform, 3 Teelöffel Paniermehl für die Backform, 4 Esslöffel Puderzucker zum Bestäuben. Guten Appetit!